Wer draußen ist, möge doch vor uns reinkommen. Dann können wir nämlich die Türe schließen. So, wir wollen beginnen. Heute hier von Ludwigsburg. Wir wollen heute, was wollen wir tun heute? Wie in unseren Herzen ist, nämlich unseren Gott loben, unseren Gott preisen, unseren Gott zu dienen, von ganzem ehrlichen Herzen, mit wahrhaftigen Herzen. Das hat Gott lieb, ja, dass wir ehrlich im Herzen sind. Und er sieht in den Herzen, was Sache ist. Ne? Wir schauen nur das, was wir vor Augen haben, aber Gott schaut in den Herzen. Ja? Und es ist ihm wichtig, was in unseren Herzen los ist. Ja? Und ob wir 200 sind oder 2 oder 20, das ist für ihn egal, seine Augen streifen durch die Welt und sucht Menschen, die ungeteilten Herzen sind. Ja, und wenn wir hier heute sind, nur mit 10 Leute oder 20 oder 2000, ist für Gott völlig egal. Ja. Gott segnet die Herzen und das ist wichtig. Und darum sind wir hier heute. Warum? Weil wir erkannt haben, wer er ist. Wie groß, wie mächtig, wie voller Liebe und voller Gnade er ist. Ja. Und diesen Gott wollen wir heute gemeinsam, wie wir sind, hier in diesem Raum, so wie auch ihr heute, wer zuschaut, dass wir gemeinsam unseren Gott loben und preisen, ihn anbeten, ihn suchen, ihn zu verherrlichen, in seine Gegenwart zu kommen, das ist in seine Präsenz zu kommen, das ist ein Vorrecht. Ja. Jetzt können wir in seine Gegenwart treten, Halleluja. Ja. Jetzt ist der Weg frei gemacht worden. Amen. Lasst uns aufstehen, der will und kann. Es ist überhaupt kein Muss und kein Zwang. Ja. Wie gesagt, bei Gott gilt nur das, was in dein Herz ist. Wenn du von Herzen aufstehst und deine Hände hebst und dein Herz aufhebst zu ihm, dann freut er sich. Danke, Herr Jesus. Wir wollen alles, Jesus, in deine Hände legen, Vater, Herr. Nicht nur heute, sondern auch morgen in aller Zeit, Herr, wollen wir alles in deine Hände legen, weil die Zeit ist sowieso in deiner Hand, Herr. Ja, Herr, und wir wollen ausrufen heute, Jesus, die Gnade und die Liebe von dir, Jesus. Weil wir wollen es erkennen mehr und mehr, Herr, wer du bist, Herr. Dein Charakter, Jesus, deine Liebe, deine Gnade, die guten Sachen, was du hast für uns, was du uns vorbereitet hast, Herr, wollen wir nehmen heute, Jesus, Herr. Wir dürfen es, Herr. Wir dürfen dich suchen, wir dürfen in deine Gegenwart jetzt treten, Herr, weil dein Sohn es frei gemacht hat. Am Kreuz auf Golgatha hat er gerufen, es ist vollbracht und der Weg ist frei und wir dürfen in deine Gegenwart treten, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du heute segnest, Herr, den Gottesdienst, Herr, dass du die Lobpreisgruppe segnest, Herr, dass du jedes Herz segnest, Herr, dass du deine Liebe und deine Kraft und deine Stärke ausschüttest in die Herzen der Menschen, Herr. Danke, Jesus, dass du größer bist wie jede Sorge, wie jeder schlechte Gedanke, Herr. Wir wollen es binden in den Namen Jesus, Herr. Der Name, der über allen Namen steht. In Jesus Namen wollen wir beten und alle gemeinsam sagen Amen. Amen. Halleluja. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich freue mich, meine Brüder hier zu sehen. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen, wo ihr seid, egal wo. Ja, der Herr liebt euch, das ist die Botschaft heute. Der Herr liebt euch. Und er liebt euch so, wie ihr sind. Ihr braucht euch nicht zum Verstellen, ihr braucht und ihr könnt Gott auch nicht auf die Nase herumführen, weil er allmächtig ist, allgegenwärtig ist, ja, und er sieht und weiß um alles. Ja. Darum kommt, wie ihr seid, mit ehrlichem Herzen, mit den Fehlern, mit den Problemen, die ihr habt, kommt ihr heute zu ihm. Ja, und er ist gütig und gnädig, ja, und barmherzig ist der Herr, ja, sagt sein Wort, er ist barmherzig, jeden Tag neu. Amen. Ja, und das dürfen wir nehmen. Wir dürfen es nehmen von ihm. Ja, wir dürfen lernen von ihm. Wir dürfen hier lernen, wer er ist. Wir dürfen seinen Charakter lernen. Wir dürfen lernen, was er hat von uns. Die Kostbarkeiten. Wir müssen es nur nehmen. Ja. Und danke, Jesus, nochmal. Wir wollen heute ein paar Lieder zur Ehre Jesu singen. Hinter mir ist die Lobpreisgruppe aufgestellt.
Ja? Ganz modern, im neuen Glanze. Ja? Und mit ganzem Herzen sind sie dabei. Ja? Und bevor sie begonnen haben vorher, vor anderthalb Stunden, haben sie erst gebeten, haben sie sich auf die Hand genommen und haben gesagt, danke Jesus, dass wir für dich singen dürfen. Ja? Sie wissen jetzt schon, ja, Gott hat ihnen jetzt schon ins Herz gelegt, ja, dass er der König ist, ihr König ist und unser König ist. Amen. Also, lasst uns heute fröhlich sein. Lasst uns heute glücklich sein. Lasst uns nicht auf unsere Umstände sehen, sondern lasst uns auf Jesus Christus sehen, weil dann fällt uns alles einfach. Ja, dann kommt es aus dem Herzen direkt raus. Er legt uns es rein. Amen. Ihr dürft ruhig aufstehen, auch zu Hause, ihr zuschaut. Ihr dürft aufstehen, dürft euch mit uns freuen. Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früherigen nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Amen. Freude, frohlocken sollen wir uns.
Wir sind Kinder Gottes. Was für ein Vorrecht ist es, dass wir das sagen dürfen. Was für eine Gnade und Barmherzigkeit unser Gott doch wirklich über uns walten hat lassen, ja, dass wir in seine Gegenwart kommen dürfen. Darum lasst uns Freude haben. Lasst uns die Stärke des Herrn haben. Lasst uns marschieren wie eine Armee für den Herrn. Lasst uns rausschreien von ganzem Herzen, wer er ist, dass die ganze Welt erfährt, dass Jesus Christus der Retter der Welt ist. Dass Jesus Christus der Erlöser ist für dich heute, hier und jetzt. Nicht morgen, nicht gestern, sondern hier und heute ist der Tag des Heils. Und ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich freue mich, diese Botschaft heute euch weitergeben zu dürfen. Von echtem Herzen. Jesus Christus liebt euch, so wie ihr seid. Öffnet heute euer Herz ihm. Und ihr werdet sehen, dass Gott alles verändert wird in euer Leben. Dass die Gedanken, was in euch kreisen, was euch niederdrücken, was euch kaputt machen, ja, werden nicht mehr sein. Denn Jesus Christus wird mit euch sein. Heute, gestern, alle Ewigkeit. Er sagt, er ist mit uns bis an der Weltende. Halleluja! Können wir mal einen Applaus zur Ehre Jesus geben? Wir wollen uns weiter freuen. Wir wollen weiter unseren Gott loben und unser Gott preisen von ganzem echtem Herzen. Amen. Der Herr ist unsere Stärke. Halleluja! Er ist unsere Kraft. Halleluja! Jeden Tag und jede Zeit ist er unsere Kraft. Jeden Tag und jede Zeit, wenn ich dein Wort höre, geht es mir gut. Geht es mir gut. Jeden Tag und jede Zeit, wenn ich dein Wort höre, geht es mir Zeit. I need your voice and I feel good. Wenn ich deine Stimme höre, geht es mir gut, Jesus. Joy in the Lord.
Wir wollen fröhlich sein in dem Herrn. Halleluja. Ich wollte mal fragen, hat jemand was auf dem Herzen zur Ehre Jesus, zur Ehre Gottes, was weiterzugeben, was in seinem Leben passiert ist, was Gott Großes gemacht hat? Möchte jemand was weitergeben zur Ehre des Herrn? Bitte Sie vielleicht? Nur wenn du willst, Bruder. Wir haben Freiheit im Geiste des Herrn. Alles ist frei, aber er freut sich über dich. Halleluja. Danke, Jesus. Ich grüße euch im Namen Jesus. Und ja, ich möchte ganz einfach erstmal meinem Herrn danken, dass er mich heute wieder hergeführt hat. Und dass er die ganze Woche mich leitet, führt und stärkt. In vielen Dingen auch, wo man manchmal, ja, man macht manchmal Dinge, wo nicht richtig ist. Und da danke ich ihm, dass der Geist mit mir immer spricht. Und ich es Stück für Stück immer mehr erkenne und wahrnehme, dass er wirklich existiert und dass er mit einem spricht. Und so war es auch letztens bei meiner Arbeit. Ich bin gerade in einer Entrümpelung. Und ja, taucht immer wieder Schätze, findet in den Häusern und man kommt in leichten Versuchung manchmal. Und so war es ja letzte Woche, habe ich Schmuck gefunden bei einer Frau, wo ich gerade räume, seit Mai bin ich dran. Und immer was ich so fand, brachte ich zu ihr und sie sagte, ja, schmeiß weg, schmeiß weg, schmeiß weg. Und dann habe ich einen Schmuck gefunden und den nahm ich mit nach Hause. Ja. Und dann so zu Hause dachte ich nach, das kann ich nicht bringen, das muss ich so zurückbringen. Ich habe also wirklich gemerkt, wie der Geist mit mir spricht, dass es nicht richtig ist mit dem Schmuck. Ne? Das war jetzt vielleicht nicht viel, aber also an anderem Tag habe ich es wieder zurückgebracht. Habe gesagt, ich habe hier was gefunden, gehört es dir, ist es von dir? Ah, meine Brosche, mein Gold, Dankeschön und so. Ne? Aber ich möchte nur darauf hindeuten, wenn man Jesus folgen will, fängt es mit kleinen Dingen an. Und man kann nicht einfach sagen, ja, das brauchst du eh nicht, man steckt es ein, nimmt es mit, aber ich muss sagen, ich hatte ein ganz schlechtes Gewissen, der Geist Gottes hat mit mir gesprochen, gib es zurück, bitte, es bringt ja nichts, wegen ein paar Mark hier das einzustecken. Ne? Und ich denke, so fängt es an. Wenn man glaubt, glauben will, bringt mir nichts, wenn ich hier herkomme oder lese in der Bibel und mache dann solche Dinge. Auch wenn es kleine Dinge sind, fängt es an, mit solchen Dingen sich einfach zu, ja, wie soll ich sagen, man sieht ja selber, was richtig und nicht richtig ist. Und für mich ist es wichtig, diesen Weg zu gehen. Dann fängt es auch mit kleinen Dingen an. Ja, Amen. Amen. Der Geist führt uns wohin? Immer zur Wahrheit. Immer zur Echtheit. Und er macht uns aufmerksam in unseren Herzen. Stimmt's? Er zeigt uns doch, hallo, das ist nicht in Ordnung. Wir sind abhängig von ihm. Auf sein Wirken sind wir abhängig geworden. Wir merken es, wir fühlen es in unseren Herzen, dass es nicht in Ordnung ist. Ja, aber das sind wir nicht aus unserem Fleisch so gut. Nein, wir sind Gottes Kinder, weil der Geist Gottes in unseren Herzen lebt. Und weil er uns zeigt, Moment mal, den Schmuck, das ist nicht gut, bring es wieder zurück. Ja? Früher hätte er das nie gesagt. Oder? Also alle Ehre gebührt wem? Unseren Herrn. Halleluja. Ja? Er schenkt das Wollen und er schenkt das Vollbringen und er schenkt uns alles, was wir brauchen. Ja? Und wenn wir gehorsam sind und auf sein Wort hören, dann beschenkt er uns noch und noch. Und er ist unser Versorger und unser ganzes Glück, was wir haben, unser ganzes Leben, ja, hat er verändert und hat neu gemacht und hat Neues erschaffen. Und wenn manchmal wir auch in der Wüste sind, dürfen wir sehen, es gibt Wasserströme, die aus der Wüste rausströmen. Ja, das ist seine Kraft, seine Liebe, seine Güte einfach. Ne? Wir wollen noch ein, zwei Lieder singen. Vorher wollte ich noch mal fragen, hat jemand noch was auf dem Herzen weiterzugeben? Ja, wir sollen ja ständig und gern sollen wir Zeugnis abgeben, ja, dass Menschen erkennen, wer er ist. Ja, dass Menschen sehen und hören,
was der Herr in ihrem Leben verändert hat. Ja? Es dürfen auch Frauen sein, müssen nicht nur Männer sein, können auch Frauen was sagen. Es dürfen auch Frauen sein. Okay, lasst uns noch ein Lied singen. Ja, und dann schauen wir. Ja.
Tempel seiner Liebe ist in unseren Herzen. Halleluja, preis den Herrn. Samuel, willst du was weitergeben heute? Zur Ehre Jesus? Ja? Halleluja. Hallo, mein Bruder Ingo. Halleluja, zu Hause. Ich wollte nur was weitergeben. Wisst ihr, die Bibel sagt, wir sind Botschafter von Herrn Jesus Christus. Und das bedeutet, wir repräsentieren ihn und wir sind auch von ihm beschützt. Und eine andere Stelle sagt, wir sind sein Augapfel. So, wenn jemand uns berührt, dann berührt er das Auge von dem Herrn. Und wir reden hier nicht gegen Kämpfe, gegen Menschen, sondern gegen die dunklen Kräfte. Wenn die irgendwie gegen dich kommen, dann wird unser König aufstehen und uns verteidigen. Es gibt viele Götter in der Welt, wo die Menschen Gott verteidigen. Wenn du irgendwas über deren Gott sagst, dann wollen die es sofort verteidigen und holen was raus, um dich irgendwie mit Repressalien zu bestrafen. Aber bei uns, unser König verteidigt uns. Und wir kämpfen nicht gegen gegen Fleisch oder Blut, sondern gegen die dunklen Mächte. Und wir haben Autorität als Botschafter über diese Mächte in unserem Leben. Und deswegen habe ich die Offenbarung geschenkt bekommen vom Herrn, dass er ein guter König ist. Es gab viele Könige in der Geschichte der Menschheit. Und jeder König hat gedacht, er ist der Beste. Und am Ende kam raus, dass er sehr tyrannisch war, sehr unfair und nicht lieb. Aber unser König, er liebt uns ohne irgendwelche Bedingungen. Und wie als Bolino das gesagt hat, die Botschaft heute, Jesus liebt dich, wenn wir das zu schmecken bekommen, dann werden die Leute um uns herum diese Botschaft auch spüren. Und der beste Ort, wo wir das sammeln können, ist im Haus Gottes. Und deswegen wollte ich nur weitergeben, dass unser König und wir als seine Botschafter und Botschafterinnen gut zu uns ist. Er ist ein guter König, er beschenkt uns, er belohnt uns, er freut sich, wenn es deiner Seele gut geht. Und er will unbedingt dir Sachen schenken, um deine Seele zu erfreuen. Und einfach, dass wir freiwillig dann ihn zurücklieben. Und das ist, was er eigentlich möchte von uns, dass wir einfach freiwillig ihn zurücklieben. Und wir lieben ihn zurück. Amen. 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 Gott ist Liebe. Halleluja. Das dürfen wir uns immer weiter und immer mehr zu Augen führen, dass er oftmals nicht der ist, was wir uns in unseren Kopf eigentlich vorstellen, wer er ist. Ja? Er ist nämlich der, nicht der du denkst, der er ist, sondern er ist der, was er sagt, der er ist. Und er sagt, dass er Liebe ist. Amen. Liebe und Geist ist er und er wohnt in seinem Tempel, in unseren Herzen, wie wir gerade gehört haben. Wir wollen jetzt Gott suchen. Ja? Und er sagt ja, die, wo ihn suchen, von denen lässt er sich auch finden. Und das wollen wir jetzt tun, von ganzem Herzen. Wir wollen ihn jetzt suchen. Und wir wollen alles vergessen, was war. Und wir wollen alles vergessen, was gestern war, was vor 5 Minuten war, was in deinen Gedanken los ist und los war. Sondern wir wollen uns jetzt konzentrieren, uns von unserem ganzen Herzen, unsere ganzen Gedanken, dass sie eins werden und dass wir uns konzentrieren und ihn suchen. Diesen großen König aller Könige. Den wollen wir jetzt gemeinsam suchen. Lass es einfach los, was dein Nachbar sagt, was er denkt. Lass los, was zu Hause war. Lass los, was morgen kommt. Konzentrier dich jetzt, dass wir gemeinsam in seine Gegenwart kommen. Es gibt keinen besseren Platz jemals in deinem Leben, wie in dieser Präsenz von Gott, wie in dieser Gegenwart von Gott zu kommen. Ja? Lasst uns ihn suchen. Halleluja. Lasst euer Herz einfach offen. Er ist größer wie deine Gedanken. Er ist größer wie deine Probleme. Er ist größer, wie du jemals denkst, wie er ist. Ist er immer noch größer?
Wir haben den Gott von Epheser 4, Vers 20. Halleluja. Herr, du bist heilig. Sag du mit mir das zusammen. Herr, du bist mächtig. Danke, Jesus, halleluja. Du bist erhoben. Wo ist er erhoben? In meinem Leben. Deine Gegenwart, sie ist hier, sie ist hier, ganz nah bei mir. Keiner ist so wie Jesus. Sag es von deinem Herzen. So bist nur du, Herr. So bist nur du, Herr. Herr, du bist heilig. Erheb deine Stimme mit mir heute. Herr, du bist mächtig. Gepriesen bist du, Herr. Du bist erhoben. In deinem Leben ist erhoben. In meinem Leben. Deine Gegenwart, sie ist hier, sie ist hier, ganz nah bei mir. Keiner ist so wie Jesus. So bist nur du, Herr, nur du allein. Deine Gegenwart, sie ist hier, ganz nah bei mir. Keiner ist so wie Jesus. So bist nur du, Herr. Deine Gegenwart, sie ist hier, ganz nah bei mir. Keiner ist so wie Jesus. Danke dir, Jesus, Herr. Herzen füllst, Herr, dass du allen Mangel, Herr, erfüllst, Jesus Christus, Herr. Da, wo Mangel und Not ist, Herr, bist du da, Herr. Da, wo Menschen im Schlamm festsitzen, Herr, ist dein Arm nicht zu kurz, Herr. Deine rechte Arm ist unsere Gerechtigkeit und richtet uns auf aus Schlamm und Dreck und stellst uns auf festen Boden, Herr. Du bist wunderbar und dreimal heilig bist du, Herr. Und wir wollen dich weiter anbeten, Herr. Lass die Menschen erfahren, wer du bist, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du jetzt die Menschen berührst, Herr, auch auf dem Livestream, Herr. Auch die Zuschauer von weit weg, Jesus, Herr. Danke, Herr, dass du auch heilen tust heute, Herr. Es hat jemand geschrieben vor im Chat, Herr, dass er dich sucht, Herr, dass er um Heilung bittet, Jesus. Wir können heute sagen, dass wir nichts können. Aber wir können sagen, dass du alles vermagst, Herr, dass du heute Wunder und Zeichen machst, Herr, und dass du heute, Herr, jede Krankheit, jede Not heilen kannst, Herr. Und ich bringe es vor deinem Thron jetzt, warte, Herr. Du weißt um alles, Herr. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du heilst, Herr, dass du eingreifst in die Situation, Herr. Du bist der heilt an Körper, Seele und Geist, Herr. Du bist dreimal heilig und wunderbar, Herr. Wir danken dir, Jesus. Wir suchen dich weiter, Herr. Lass dich mehr erfahren, Herr. Zeig uns mehr,
deine Gegenwart, zeig uns mehr deine Präsenz. Wir wollen rufen vom Himmel den Segen her. Von Obolabendela, die Segnung auf, dein Führerla, mir Rosi und mir die Seela. Alatsche, sie danach schau, wie du, Jesus, antute, mir hat sang, die Hoffnung auf. Von Obolabendela, die Segnung auf, dein Führerla, gemeinsam. Gegenwart, Herr, für deine Präsenz, Herr. Wir wollen Halleluja sagen, Jesus, dass du ein lebendiger, wahrer, wunderbarer Gott bist, Herr. Danke, Jesus, dass wir uns jetzt freuen dürfen, Herr, dass wir dein Wort hören, Herr. Wir preisen und loben dich, Herr. Wir wollen ein Lied noch gemeinsam singen und dann wollen wir unseren Herzen aufmachen für das Wort Gottes, für das kostbare, das wunderbare Wort Gottes, das uns führt, das uns leitet, das uns zeigt, wer er ist, was er will, was er tut. Halleluja! Ist es ein Vorrecht, sein Wort heute lesen zu dürfen. Preis den Herrn! Lass uns dieses Lied gemeinsam singen, mit ehrlichem, geradlinigen Herzen. Denn das Lied sagt, wir sind da, nicht ich bin da, sondern wir sind da, um ihn zu loben, Halleluja, um ihn zu preisen, Halleluja, um ihn anzubieten, Halleluja. Dass wir eins in deinem Reich.
Heiler ist schon bereit. Danke, Jesus. Ja, erstmal Mut antrinken mit Cola und Wasser. Ja, ich möchte euch begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus hier in die Gemeinde und an Livestream. Mich haben einige angeschrieben, ich habe gestern in meinen Status reingeschrieben, dass ich heute etwas weitergeben möchte, was ich falsch gepredigt habe. Ich habe was Falsches gepredigt, ich habe was Falsches weitergegeben und ich durfte durch die Gnade Gottes, durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes erkennen, wie es richtig ist. Weil das Gleiche, was ich falsch gemacht habe, kannst du in die Bibel finden, eine Situation, wo jemand alles richtig gemacht hat. Und es hat mich beschäftigt, es hat mich bewegt. Und ich habe einfach reingeschrieben, dass ich einfach heute das ja so weitergeben will, wie es biblisch ist und nicht so, wie ich es mal weitergegeben habe vor langer Zeit. Man lernt immer wieder dazu, Gott sei Lob und Dank. Gott ist lebendig, der Geist Gottes verändert, haben wir gerade gehört, und führt und leitet unser Leben. Und ich habe was gefunden in die Bibel, was wir eigentlich alle kennen. Wir kennen die Geschichte von dem Kämmerer aus Äthiopien. Der kam nach Jerusalem, um anzubeten. Ich werde euch erstmal das vorlesen von denjenigen, der es richtig gemacht hat. Das Ganze, wie es mal war in die Bibel, wie es biblisch war. Und dann will ich euch sagen, was ich in die gleiche Situation falsch gemacht habe. Der Kämmerer aus Äthiopien, das haben wir schon 100.000 Mal gehört. Man kennt die Geschichte eigentlich auswendig. Und ich habe dann mal gelesen, dann lest du, er kam von weit nach Jerusalem, um anzubeten. Und dann lest du, wie er mit Philippus zusammenkommt. Wie kommt er mit Philippus zusammen? Er war auf dem Weg von Jerusalem wieder zu Hause. Er war schon wieder auf dem Heimweg. Er hat aber Jesus noch nicht gefunden gehabt. Das kannst du ganz einfach erkennen, weil du siehst ja, dass der Heilige Geist Philippus zeigt, seh mal den Wagen, geh mal da zu dem Wagen hin und hör zu. Jetzt habe ich mich Gedanken darüber gemacht. Der Kämmerer aus Äthiopien. Und heutzutage, Gott sei Lob und Dank, mit Google kann man vieles schnell rausfinden. Ich habe mal eingegeben, wie weit ist denn Äthiopien von Israel weg? Was schätzt ihr denn, wie weit es ist? Ich wusste, dass es weit ist. Aber ich hätte niemals gedacht, dass es 4000 Kilometer sind. 4000 Kilometer ist Äthiopien von Israel weg. Jetzt dachte ich, na gut, vielleicht stammt er aus da und war dann in die Ecke. Aber dann lest du klar und deutlich, dass er gedient hat am Hof der Königin Kandace oder Kandake, wie gesagt, geheißen. Und wenn man dann mal nachsieht, die Frau hat es wirklich ja gegeben, ist ja auch biblisch. Und die hat wirklich tatsächlich in Äthiopien gelebt und regiert. Und er hat an ihren Hof gedient. Er war der Schatzmeister, der Kämmerer. Also siehst du, dass er sich wirklich aufgemacht hat, um Gott zu finden. Heute kannst du eingeben, Google Maps, Fahrzeit ungefähr 84 Stunden mit dem Auto, 4000 Kilometer. Nur gab es ja zu dieser Zeit weder Auto, noch ICE, noch Flugzeug oder sonst irgendwas. Der war mit einem Wagen unterwegs. Also was kann ich hier dran erkennen? Dass es den Menschen wirklich, wirklich wichtig war, Gott zu finden. Könnt ihr euch vorstellen, wie lange diese Reise gedauert hat, was das hat an Strapazen und Geld gekostet, mit einem Wagen, mit einer Kutsche, ungefähr 4000 Kilometer nach Jerusalem zu reisen. Jetzt kommt er in Jerusalem an, ich könnte mich vorstellen, dass er sich an den Tempel gewandt hat oder an Menschen, die mit dem Tempel zu tun haben oder gefragt hat und gesucht hat. Der wird ja nicht in Jerusalem angekommen sein, nach die vielen Wochen, wo er unterwegs war, war eine Stunde da, ist nichts, fahrt wieder nach Hause. Also ich kann mich vorstellen, dass der in Jerusalem wirklich lange gesucht hat, dass er sich wird erkundigt haben. Und dann lest du aber, dass er auf dem Heimweg war. Aber er war nicht entmutigt. Er hat weiter gesucht und hat Jesaja gelesen. Jetzt zeigt der Heilige Geist Philippus, geh mal zu dem Wagen dahin. Philippus
Von Philippus kann man viel lernen. Er hat die Stimme Gottes sofort erkannt. Das ist der Heilige Geist und er zeigt mir jetzt, geh da an den Wagen hin. Wie er an den Wagen hingeht, hört er, er kennt das Wort Gottes, der liest gerade aus Jesaja. Und dann fragt er ihn, verstehst du, was du da lesen tust? Und der Kämmerer sagt, wie kennt dich, das tut mich ja keiner erklären. Und dann lässt der Kämmerer den Wagen anhalten und Philippus steigt in den Wagen mit ein und sie fahren weiter. Und Philippus erklärt ihn, um was es da geht. Er fragt, von wem spricht er? Spricht er von sich oder von jemand anders? Und Philippus erklärt dem Kämmerer aus Äthiopien das Evangelium. Und die Bibel sagt, Gott sagt, wer mich von Herzen sucht, von denen lasse ich mich finden. Amen. Der Kämmerer aus Äthiopien hat mit Sicherheit von ganzen Herzen nach Jesus, nach Gott gesucht, um die Wahrheit zu finden. Jetzt erklärt ihm Philippus das Evangelium und plötzlich sagt der Kämmerer, da ist Wasser. Was hindert es mich zu taufen? Was hindert es mich zu taufen? Die Antwort von Philippus war eine gute gewesen. Wer seine Bibel dabei hat, kann mal aufschlagen, Apostelgeschichte 8. Apostelgeschichte 8. Und ich weiß nicht, wie es in eure Bibel drin steht. In meine Bibel ist der Vers 37 nur ganz klein aufgeschrieben. Und da steht eine Anmerkung dabei, dass der Vers 37 erst viele hunderte oder tausend Jahre nachher hinzugefügt worden ist. Also im Urtext ist der Vers 37 nicht drin. Im Urtext heißt es, als sie an die Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Und Philippus sagt, glaubst du? Und er sagt, ja. Und sie ließen den Wagen anhalten und er ging ins Wasser und taufte ihn. Ich denke, man kann sagen, dass Philippus alles richtig gemacht hat, oder? Sind wir damit einverstanden im Livestream? Alle einverstanden? Der Heilige Geist zeigt ihn. Geh dahin, hört, was lest er? Jesaja, verstehst du es? Nein, ich verstehe es nicht. Ich brauche eine Erklärung. Er erklärt es ihm. Und man sieht, wie brauchbar Philippus war für Gott. Du siehst, dass er muss eine besondere Beziehung mit dem Heiligen Geist gehabt haben. Das siehst du am Ende von der Geschichte. Stell dich mal das vor bei deiner Taufe. Du hörst das Wort Gottes, du bekehrst dich, du lässt dich taufen. Und in dem Moment, wo du runtergehst und wieder raus aus Wasser kommst, wo du sagst Halleluja, ist der, der dich getauft hat, plötzlich weg, bumm, entrückt. Nach die Taufe von dem Kämmerer wurde Philippus entrückt und war gleich wieder in Aschdod, hat die Stadt geheißen und hat gepredigt, hat weitergedient. Du siehst, dass Gott Philippus gut gebrauchen konnte. Warum hat er nicht jemand anders dahin geschickt nach Aschdod? Das war ja weiter weg, sonst hätte er brauchen ja nicht entrücken. Warum? Er war gut brauchbar für Gott, Philippus. Von Philippus kann man viel lernen. Er hat die Stimme vom Heiligen Geist sofort erkannt. Er hat es gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Und er fragt, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Und er fragt, glaubst du? Ja, das reicht. 100% alles richtig gemacht. Und jetzt möchte ich euch sagen, was ich falsch gemacht habe. Das ist das, was ich einfach klarstellen wollte. Wisst ihr, ich dachte immer, weil man so gewohnt war, dass man für die Taufe gut genug sein muss. Zu mich kam auch mal jemand, der bekehrt war und wollte sich taufen lassen. Und ich habe gesagt, ja, Moment, langsam. Komm erstmal treu in die Gemeinde. Rauchst du noch? Trinkst du noch? Ist dein Leben schon so gut? Wenn du eine Haushaltsauflösung machst und du findest du was, gibst du das alles gleich hin oder hast du damit noch Kämpfe? Ja, du kannst dich so schnell nicht taufen lassen. Ja, warum nicht? Ja, musst erstmal gut genug sein für die Taufe. Wisst ihr, die Antwort von Philippus war was anderes. Er hat gesagt, glaubst du? Ja, taufen. Ich habe gesagt, du bist nicht gut genug. Wer bin ich denn, dass ich den Menschen ein Herz begutachten kann, muss oder soll? Sieht Gott nicht die Herzen an? Wir sehen doch nur, was vor Augen ist. Wisst ihr, der Bruder ist damals nicht in die Taufe gegangen, weil nicht nur ich, noch andere gesagt haben, das geht nicht. Der Bruder ging dann irgendwann von der Gemeinde weg, ging in eine andere Gemeinde und kam nie mehr wieder in die Gemeinde rein. In die Gemeinde, wo er jetzt ist, fühlt er sich wohl. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile getauft ist, kann schon gut möglich sein. Aber was habe ich jetzt damit erreicht? Habe ich das Wort Gottes weitergegeben und dann den Willen Gottes, so wie es war? Nein, ich habe meine Gedanken.
Ich habe ihn nicht für gut genug befunden und habe gesagt, mach mal langsam, mach mal langsam. Und das ist absolut falsch. Seht man, der Gedanke, du musst gut genug sein für die Taufe. Wann bist du denn gut genug? Wenn du mal siehst, zu biblischen Zeiten war die Bekehrung und die Taufe eigentlich ein Akt. Wer glaubt, ist getauft worden und ist damit die Gemeinde hinzugetan worden. Also wann bist du gut genug, dass du dich taufen lassen kannst? Wer entscheidet das denn? Wie viele Sünden darfst du noch haben und wie viele Sünden darfst du nicht mehr haben? Wisst ihr was, der Bruder, der damals wirklich in die Taufen gehen wollte, wo ich habe gesagt, nein, vielleicht war sein Herz viel ehrlicher als mein Herz. Kann ich das beurteilen? Das sieht doch nur Gott. Vielleicht war sein Herz viel ehrlicher und näher mit Gott verbunden als mein Herz. Und ich, weil ich als damals der Prediger war, habe ich gesagt, nein, du bist ja nur ein Schaf. Ich entscheide, ob du dich taufen lassen darfst oder nicht. Wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Was verursacht denn die Taufe? Ich habe ein Zeugnis mal von jemandem gehört. Und oft wird das so erwähnt, ja, das wichtigste Zeichen, der raucht ja noch. Du kannst nicht in die Taufe gehen, du rauchst ja noch. Ja, und wie viele andere verborgene Sünden gibt es denn, die keiner so öffentlich sieht, die vielleicht viel schlimmer sind, die vielleicht derjenige macht, der denn gerade nicht taufen will. Der raucht nicht mehr, du machst aber andere Sachen da dafür. Ich habe ein Zeugnis von jemand gehört, der hat geraucht, wollte aber wirklich unbedingt in die Taufe gehen und sie haben ihn getauft. Und wisst ihr, was passiert ist? In das Wasser rein, in das Wasser hoch, Amen, Halleluja, und hat nie mehr eine Zigarette angepackt. Die Taufe kann dich verändern und befreien. Sie rettet dich nicht vor die Hölle, aber sie rettet dich vor tote Werke. Gott sieht dort deinen Glauben, Gott sieht dort deine Entscheidung. Und wer verändert dich denn? Verändere ich dich, veränderst du dich oder verändert uns der Heilige Geist? Pizzi, wer hat dich verändert in die Gedanken? Du oder das Gesetz von Deutschland, das sagt, da gibt es eine Strafe darauf? Nein, der Heilige Geist hat dich daran erinnert, das war falsch. So ist es richtig. Und desto mehr vom Geist Gottes ich in mein Leben habe und reinlassen tu, mehr auf seine Stimme mich ausrichten tu, desto besser ist es doch für mich. Den größten Vorteil von ein gläubiges Leben habe ich doch. Nicht nur, dass ich brauchbar bin für Gott, sondern dass es mich am Ende gut geht. Dass ich ein Segen bin und dass ich alle Segen empfangen kann, die der Herr für mich bereitet hat. Also für die Taufe gut genug sein. Könnte man auch fragen, wer ist denn gut genug, um sich zu bekehren? Wer darf sich bekehren? Nur die Guten oder die Sünder? Wer muss sich denn bekehren? Na, die Sünder müssen sich bekehren. Wer braucht denn den Arzt? Der krank ist. Was bedeutet Taufe? Ich will mein altes Leben zurücklassen. Ich glaube, dass der Herr Jesus Christus für mich den Tod besiegt hat. Ich will ganze Sachen mit ihm machen. Ich will mein Leben in seine Hand geben. Ja, und dann passiert Veränderung. Aber wenn ich von vornherein sage, nein, du bist für die Taufe nicht gut genug, ja, soll ich auch zu jemandem sagen, der sich bekehren will, du... Tu erstmal Buße und dann bekehr dich. Mach erstmal dein Leben in Ordnung. Wie soll das funktionieren? Wisst ihr, ich habe das jahrelang, man hat es so gekannt, man ist so im Glauben groß geworden. Wirklich falsch gesehen und falsch weitergegeben. Und es geht nur nach dem Wort Gottes. Warum hat der Kämmerer aus Äthiopien in Jerusalem Jesus nicht gefunden? Darüber habe ich mich Gedanken gemacht. Der kommt 4000 Kilometer nach Jerusalem, um Gott zu suchen und findet ihn nicht. Was war in Jerusalem sichtbar? Wahrscheinlich nicht Jesus. Wahrscheinlich nicht die Liebe Gottes und nicht die Gnade Gottes. Wisst ihr, dass selbst Jesus in Jerusalem nicht viel erreicht hat? Dass er wirklich die meisten Wunder in Galiläa gemacht hat, am See Genezareth, Kapernaum. Da waren die meisten Wunder und Zeichen. In seiner Heimatstadt war nicht so. In Jerusalem hat der Kämmerer das Gesetz gesehen. Erstmal durfte er in den Tempel gar nicht rein als Heide, der war ihm verboten gewesen. Und die Menschen, mit denen er zu tun gehabt hat, in die war mit Sicherheit Jesus nicht sichtbar. In Philippus war Jesus sichtbar. Philippus konnte Gott gebrauchen für ihn. Aber in Jerusalem hat er Jesus nicht gefunden. Und da habe ich mich überlegt, derjenige, der sich taufen lassen wollte, wo ich gesagt habe, nein, war dann Jesus in mich sichtbar? Wie viele Kämmerer von Äthiopien sind uns vielleicht schon begegnet, mich und dich? Was haben sie in uns gesehen? Die Liebe Gottes, die Gnade Gottes oder das Gesetz, dass du sagst, du bist schlecht und du bist verloren? Wie oft haben wir vielleicht nicht Jesus wiedergespiegelt, wiedergegeben in unser Leben, in unser Handeln, in unsere Taten? Und anstatt, ja, die Gnade und die Liebe Gottes zu zeigen, haben wir
was anderes gezeigt. Das heißt, in Lukas 7, Vers 30 gibt es eine Aussage über die Pharisäer. Da heißt es, Gott konnte die Pharisäer nicht zu das gebrauchen, was er ihnen eigentlich zugedacht hatte, weil sie es verachteten. Lukas 7, Vers 30. Also Gott hatte selbst einen Plan für die Pharisäer. Sie waren ja damals die Männer Gottes, die Elite. Aber er konnte sie nicht zu das gebrauchen. Das, was eigentlich für sie gedacht, geplant war, sie hatten es verachtet. Sie hatten es abgelehnt gehabt. Jesus klagt über Jerusalem in Lukas 13, der Vers 34 und 35. Jerusalem, Jerusalem, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Hast deine Propheten, die ich zu dich geschickt habe, was hast du gemacht? Nur Gesetz, nur Gesetz, nur Verbot, nur Gesetz, nur Verbot, nur Gesetz, nur Verbot. Jesus ist die Gnade und die Liebe. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Stell dich mal vor, wenn du versuchst, ja, den breiten Weg und den schmalen Weg. Kennt ihr dieses Bild? Der breite Weg und der schmale Weg habe ich lange Zeit bei mich ins Wohnzimmer hängen gehabt. Und eigentlich war jedem sicher, der breite Weg ist der, der in die Verdammnis führt. Der schmale Weg ist der, der zu Gott führt. Aber wenn man richtig überlegen tut, ne? Welcher ist denn der richtige schmale Weg? Jede Religion denkt für sich, dass ihrer Weg der schmale Weg ist. Schwestern waren früher Zeugen Jehova gewesen, haben sich bekehrt und ich bin mir sicher, dass sie dachten, dass sie auf den richtigen Weg sind. Der schmale Weg, ich muss Leistung bringen, ich muss das, das war für sie der schmale Weg. Andere Religionen denken für sich, dass ihrer Weg der schmale Weg ist. Welcher ist der richtige schmale Weg? Sag dich was, vergiss den breiten Weg, vergiss den schmalen Weg. Dein Weg muss Jesus Christus heißen. Jesus Christus ist der Weg. Es gibt nur einen Weg und das ist Jesus Christus. Den schmalen Weg kann man schmücken, verändern, ja, ein bisschen hier, ein bisschen da. Wir sind der schmale Weg, wir sind der schmale Weg. Jesus ist der Weg. Wenn dein Weg nicht Jesus Christus heißt, wirst du das Ziel nie erreichen. Stell dich mal vor, du versuchst jetzt irgendwie alles richtig zu machen. Manche Menschen denken ja wirklich, dass sie fehlerfrei sind. Jetzt sehen wir mal, du gehst den Weg und lebst ihn wirklich voll nach die Gebote, nach die Gesetze Gottes. Alle hältst du ein, lebst hundertprozentig fehlerfrei und gehst auf diesen Weg. Irgendwann wird dieser Weg für dich zur Sackgasse, wo Jesus steht. Und wenn Jesus dich dann fragt, wo willst du hin? In den Himmel. Ja, das geht aber nicht durch Gesetze oder Vorschriften halten. Das geht nur, wenn du mich annimmst. Der Weg zum Himmel ist Jesus Christus. Gesetze halten, Vorschriften einhalten, bringt dich nicht in den Himmel. Der Schrei um Vergebung, der Schrei nach Jesus, Herr, sei mich Sünder gnädig, Herr, hilf, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das ist der Weg zum Himmel. Nur die Gnade und die Liebe Gottes kann dich in den Himmel bringen. Du kannst aus dich raus niemals das Ziel erreichen, wo jeder von uns hin will, weil es nur über die Gnade und über die Liebe Gottes geht. Wisst ihr, Gott hat nicht umsonst bezahlt. Und wie oft sagt man manchmal, man fühlt sich, ja, wenn du in Sünde gefallen bist, wenn du was falsch gemacht hast, was machst du? Herr, ich habe was falsch gemacht. Was sagt Gott? Jetzt musst du Buße tun, jetzt musst du büßen oder leiden dafür? Wisst ihr, was Jesus sagt, wenn ich sage, hey, ich habe was falsch gemacht, ich habe ja erkannt, ich habe was falsch gemacht. Dann sagt Jesus, ich weiß, mein Kind, ich weiß, was du falsch gemacht hast, besser als du. Ich habe für dich dafür bezahlt. Ich habe deine Schuld auf mich genommen. Du bist frei von Schuld. Deine Schuld habe ich auf Golgatha bezahlt. Mach es besser in Zukunft. Ich will dich helfen, dein Leben besser zu führen. Ich will dich nächstes Mal helfen bei der Haushaltsauflösung, dass du gar nicht erst überlegen musst, dass es gar nicht erst in dein Auto reinkommt, dass es gleich dahin geht, wo es hingehören tut. Wodurch geht es? Nur durch den Geist Gottes, nur durch die Kraft Gottes, nur durch die Güte Gottes, durch die Liebe Gottes. Wisst ihr, was hat es denn für eine Auswirkung? Jetzt überlegt mal. Wir wissen, ich habe durfte erkennen, was das Abendmahl für eine Bedeutung hat. Ich weiß, dass es mehr als ein Gedächtnismahl ist, dass es wirklich eine Auswirkung haben kann, dass ich dadurch gesund werden kann, dass ich dadurch gestärkt werden kann. Und jetzt heißt es, es gibt jetzt Situationen, so wie damals bei mich zum Beispiel, Abendmahl darf nur derjenige kriegen, der getauft ist. Oder der bei der nächsten Taufe dabei ist. Jetzt steht ein Bruder auf und sagt, ja, ich bin bei der nächsten Taufe, bin ich dabei. Du nicht. Ja was, ich tue das Abendmahl nicht geben, weil er nicht getauft ist. Dann will er sich taufen lassen und ich sage, nein, du bist nicht gut genug. Ist das nicht ein Irrsinn in sich? Ehrlich, hat das irgendeinen Sinn? Ich gebe das Abendmahl nicht, was ihm Heilung geben könnte. Das gebe ich ihm nicht, weil er nicht getauft ist. Jetzt sagt er, ich will mich taufen lassen, jetzt sage ich, nein,
Komm erstmal treu in die Gemeinde. Ändere erstmal dein Leben. So kann ich dich nicht taufen lassen. Ja, ist das der Wille Gottes? Ist das das Wesen von Gott? Was hat denn Philippus zu dem Kämmerer aus Äthiopien gesagt? Hat er ihn gefragt, was hindert, dass ich mich taufen lasse? Was hat er ihn gefragt? Rauchst du noch? Trinkst du noch? Wie ist denn dein Geschäft? Wie machst du das? Glaubst du, hat er gefragt. Glaubst du? Ja. Ab reines Wasser in die Taufe. Und der Kämmerer war nicht einmal erschrocken, als Philippus entrückt wurde. Er ging fröhlich seinen Weg. Er hat endlich wirklich Jesus gefunden. Er hat Gott gefunden. Kennt ihr euch vorstellen, wie der zu Hause angekommen ist? Mit was für eine Freude der das Evangelium hat weitergegeben in Äthiopien? Der war doch erfüllt. Das hat doch einen, ja, das war doch der Sinn von das Evangelium, dass Menschen es erkennen und annehmen und wirklich erfahren tun. Und wie kann man jemanden die Taufe verweigern, das Abendmahl verweigern und einfach sagen, du bist nicht gut genug? Ich durfte von Philippus lernen. Ich durfte von Philippus lernen, wie man es richtig machen tut. Wisst ihr, und es gibt noch eine Begebenheit in die Bibel, wo auch Petrus was lernen durfte. Und dann durften die Apostel von Petrus wieder lernen. Ihr kennt die Begebenheit vom Hauptmann Cornelius, Apostelgeschichte 10. Warte mal, Sekunde, dass ich euch nichts Falsches jetzt sage. Ja, Apostelgeschichte 10. Ein gläubiger Mann, Hauptmann Cornelius, und der hat auch nach Gott gesucht. Jetzt war der Hauptmann Cornelius ein Heide. Und die Juden haben damals keinen Umgang mit den Heiden gehabt. Das war für sie was ganz Schlimmes gewesen. Und Gott schenkt Petrus eine Vision. Und in die Vision geht es um Tiere. Mit das Tuch, wo runterkommt, und er sieht Tiere und er sagt, iss. Sagt, iss. Und Petrus sagt, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Das esse ich nicht. Und dann gibt es eine Antwort. Was ich für rein erkläre, erkläre du nicht für unrein. Was Gott für rein erklärt, erkläre du nicht für unrein. Und überlegt mal bei der Taufe. Ein Mensch, der bekehrt ist, kann jemand reiner sein, als wenn er durch das Blut von Jesus Christus gewaschen ist? Ich glaube nicht, dass ein Mensch reiner sein kann, als wie wenn er sein Leben Gott gegeben hat und bekehrt sich und wird gewaschen durch das Blut von Jesus Christus. Und den Menschen sage ich dann, du bist für die Taufe nicht rein genug. Petrus hat was gelernt. Gott hat ihm gezeigt, was ich für rein erkläre, nenne du nicht unrein. Und danach war die Begebenheit mit dem Hauptmann Cornelius. Und er geht in sein Haus rein. Und dann siehst du noch was. Auch wieder in Bezug auf die Taufe. Er geht in das Haus von Cornelius und erzählt so, und sie nimmt Jesus Christus an. Und dann lest du später, Apostelgeschichte 10, ab dem Vers 44, heißt es, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhören. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben. Die gläubigen Juden damals, die waren darüber entsetzt. Wie können denn die den Heiligen Geist kriegen? Das sind gar keine Juden nicht. Die dachten, es ist nur für sie bestimmt. Und wenn du jetzt mal siehst, da waren sie noch nicht getauft. Oft heißt es, ja, den Heiligen Geist und die Geistesgaben, die kriegst du nach deiner Taufe. Die Bibel sagt uns, dass es vor die Taufe war gewesen. Klar und deutlich. Daran haben ja die Juden erkannt, was ist denn jetzt passiert? Jetzt haben die Heiden den Heiligen Geist. Und dann sagt Petrus, wie kann ich die verwehren, die Taufe? Wenn Gott ihnen den Heiligen Geist gibt, ja, wie kann ich denn sagen, dass ich sie nicht taufen tue? Wenn Gott jemand sich bekehren lässt, der Heilige Geist zeigt einen Sünder, du bist verloren, er hört das Evangelium und bekehrt sich, dann gibt Gott denjenigen den Heiligen Geist. Seine Sünde wird gewaschen durch das Blut von Jesus Christus und er wird versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der hat den Heiligen Geist. Ja, wenn Gott jemanden seinen Geist gibt, wer bin denn ich, dass ich in die Taufe verwehre? Die Juden waren entsetzt, die Heiden haben den Heiligen Geist empfangen. Die sind ja gar nicht getauft. Wie kann ich denen die Taufe verweigern, wenn Gott ihnen den Heiligen Geist nie verweigert? Bin ich mehr wie Gott, dass ich auf ein Kind Gottes sage, du darfst dich nicht taufen lassen? Gott gibt ihm seinen Geist, er lebt in ihm. Und ich sage, nein, für die Taufe bist du nicht gut genug. Und da siehst du, dass auch Petrus dadurch lernen wollte und sollte und gelernt hat. Und dann kommt er hinterher mit den Aposteln zusammen und die Apostel sprechen ihn darauf an, auch die waren entsetzt, du warst bei den Heiden gewesen. Und Petrus erzählte von der Vision, die er gehabt hat. Und erzählte das alles und dann hat er gesagt, wer war ich denn, dass ich Gott wehren kann, was er mich gezeigt hat, sagt Petrus zu den Aposteln. Wer bin ich denn, dass ich das was anderes mache, als das, was Gott mich gezeigt hat?
Und alle hörten ihnen zu und sie schwiegen und sie warten still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch die Heiden zur Umkehr geführt und hat sie das Leben geschenkt. Wisst ihr, die Apostel haben von Petrus Gott sei Dank gelernt. Die waren auch erst entsetzt, weil es was Neues was war, was sie nicht gekannt haben, was sie nicht erwartet haben. Jetzt haben ja die Heiden den Heiligen Geist. Du hast die Heiden getauft. Und Petrus sagt, Gott hat mich das gezeigt. Wie konnte ich etwas anderes tun, als das, was Gott mich gezeigt hat? Und ab da haben auch die Apostel getauft, die, die zum Glauben kommen wollten, die zu Jesus Christus kommen wollten. Es wurde niemandem mehr verwehrt. Wer bin ich und wer bist du, dass wir jemanden die Taufe verweigern oder das Abendmahl verweigern, weil wir ihn nicht für gut genug befinden tun? Und das ist das, was ich auf meinem Herzen gehabt habe. Ein Teil, was ich auf meinem Herz gehabt habe, was ich wirklich nie mehr wieder machen möchte. Das Evangelium steht für jeden Menschen zu. Es ist unsere Aufgabe, das Evangelium in die Welt rauszutragen. Es ist unsere Aufgabe, das Evangelium Menschen zu verkünden, die es brauchen. Und es ist nicht unsere Aufgabe, zu entscheiden, wer gut genug ist oder wer nicht gut genug ist. Gott verändert die Menschen, nicht ich und nicht du. Natürlich wird Gott durch seinen Geist, durch eine Predigt, durch ein Zeugnis, durch ein Bild, durch einen Eindruck, das Gott gebraucht, aber letztendlich ist es immer der Geist Gottes, der Menschen verändert. Amen. Amen. Das war das eine, was ich einfach weitergeben wollte. Und ich habe aber noch was auf meinem Herzen. Und zwar, wisst ihr, Gott hat sich eine Gemeinde erkauft durch seinen Sohn Jesus Christus, durch sein Blut. Ich werde mich nie mehr als Pfingstler bezeichnen. Sag euch warum. Weil du das Wort Pfingstler in die Bibel nicht findest. Ist nicht biblisch. Wisst ihr, wo der Name Pfingstler herkommt? Das haben andere uns gegeben, weil wir an das Pfingstwunder glauben. Die Apostelgeschichte, der Heilige Geist kam auf die Erde, wir glauben daran. Wir haben Geistesgaben, wir praktizieren die Geistesgaben. Und deswegen ist irgendwann der Name die Pfingstler entstanden. Den hat uns aber weder Gott gegeben, noch das Wort Gottes zeigt uns den Namen Pfingstler. Das war jemand gewesen, der uns das gegeben hat. Und wisst ihr, ich bin ein freier Christ. Ich bin ein wiedergeborenes Kind Gottes. Ich glaube an die Gaben des Heiligen Geistes, weil die nicht für Pfingstler reserviert sind, sondern für jeden wiedergeborenen Christen. Die Gaben des Geistes, Auswirkung des Heiligen Geistes, das ist nicht für eine spezielle Gruppe reserviert. Das ist für jedes wiedergeborene Kind Gottes, für jeden wiedergeborenen Christen. Es gibt Menschen, die lehnen die ab, die wollen die nicht. Andere sind dankbar dafür, nehmen sie gerne an, weil es eine Hilfe ist. Jeder wird es wissen, wie er es leichter hat. Der Heilige Geist zwingt sich nicht auf. Du musst keine Geistesgaben haben und praktizieren, wenn du sie nicht willst. Ich kenne viele Geschwister Gottes, Kinder Gottes, die wirklich wiedergeboren und bekehrt und getauft sind, haben aber keine Geistesgaben und wollen auch keine Geistesgaben. Die sind trotzdem errettet. Das sind mein Bruder und meine Schwester und die werden auch das Ziel erreichen, weil der Heilige Geist sie dahin führen wird. Aber was mich auf meinem Herzen ist, wisst ihr, es ist, manchmal sind schon Nähme, die Grenzen ziehen. Es gibt eine Braut, es gibt eine Gemeinde. Wir glauben an ein Evangelium. Es gibt nicht zwei, es gibt nicht drei, es gibt keine vier oder fünf oder acht. Es gibt vier verschiedene Evangelien. Das heißt aber, es ist ein Evangelium. Es gibt vier Aussagen über das Evangelium, wo vier Personen das Evangelium beschreiben aus ihrer Sicht. Aber wir glauben alle an das eine Evangelium. Wisst ihr, einer aus einer Pfingstgemeinde, aus einer Baptistengemeinde oder sonst irgendwie wo, der hört das Wort Gottes, erkennt und gibt sein Leben Jesus, dann kriegt er den Heiligen Geist. Es gibt nur einen Heiligen Geist. Es gibt nur einen Geist. Die Pfingstler und die Südosteuropa-Mission oder die Baptistengemeinde, die haben keinen unterschiedlichen Heiligen Geist. Es ist der gleiche Heilige Geist. Und wie oft werden schon durch Namen Zäune gezogen? Wir sind die Pfingstler und ihr seid die anderen. Oder wir sind die Baptisten und ihr seid die Pfingstler. Wir sind alle Kinder Gottes. Ich werde mich nie mehr als Pfingstler bezeichnen, weil es Pfingstler im Wort Gottes nicht gibt. Es gibt Kinder Gottes, es gibt wiedergeborene Christen und es gibt die, die an den Heiligen Geist glauben, an die Gaben des Geistes glauben, die Gaben des Geistes haben und praktizieren. Das werde ich für mein ganzes Leben tun. Aber der Name Pfingstler ist unbiblisch. Und das sind Sachen, was mich, ich weiß nicht, vielleicht hat es gar keinen großen Sinn. Vielleicht hat es gar keine große Auswirkung. Aber manchmal ist, wie du gerade gesagt hast, die Kleinigkeiten. Seht mal, ein Name ist schon eine Ausgrenzung.
wir sind eine Pfingstgemeinde und das ist eine Baptistengemeinde. Nein, wir sind Kinder Gottes. Wiedergeborene Kinder Gottes. Jeder Gläubige ist mein Bruder und meine Schwester. Wisst ihr, Gott wird nicht fragen, das neue Jerusalem im Himmel, das wird nicht in Bezirke aufgeteilt sein. Wie Wien, erster Bezirk, zweiter Bezirk, dritter Bezirk, die High Society dann im ersten Bezirk, die weniger Guten in die Bronx. Das wird da nicht so sein. Wir werden an einem Tisch sitzen. Wir sind eine Braut. Wir haben einen König. Wir haben einen Erretter. Wir haben ein Evangelium. Wir haben einen Heiligen Geist. Und das muss in unser Herzen wachsen, dass ich sehe, dass ich mit Kinder Gottes eins bin, eins sein will und es weitergeben will. Und so wollen wir als Gemeinde brauchbar sein. Und wir wollen lernen. Lernen von einem Menschen wie Philippus, der alles richtig gemacht hat. Warum hat er alles richtig gemacht? Er hat die Stimme Gottes sofort gehört. Der Heilige Geist zeigt in diesem Wagen, sieh mal, du siehst so einen Wagen, wie lange dauert es, bis der weg ist, ein paar Minuten. Der hat sofort gehört, das ist der Heilige Geist. Geh hin zu dem Wagen. Und er war gleich da gewesen. Und hört, Jesaja, verstehst du? Nein, ich verstehe nicht. Kannst du es mich erklären? Ja, ich kann es erklären. Verkündet das Evangelium, da ist Wasser, ich will in die Taufe. Was hindert mich daran? Glaubst du? Ja. Ende. Wenn jemand sich bekehren will, ich bin verloren, ich brauche Rettung. Ja. Glaubst du, dass Jesus dich retten kann? Ja, das reicht. Dein Ja reicht zu deiner Bekehrung und genauso zu deiner Taufe. Du musst nur wollen. Gut genug, perfekt genug, werden wir in 100.000 Jahren nicht. Bis zur letzten Sekunde unseres Lebens, bis zum letzten Atemzug, werden wir immer wieder falsche Gedanken haben, Fehler machen, falsche Entscheidungen treffen, weil wir Menschen sind. Gott weiß es aber. Und wenn wir verfehlen und sagen, Herr, ich habe was falsch gemacht, dann sagt mein Herr Jesus Christus, ich weiß. Tyler, ich weiß, was du falsch gemacht hast. Aber wisst ihr was? Ich habe bezahlt. Auch für die Sünde habe ich bezahlt. Du bist frei von Schuld. Mach's nicht mehr. Komm, ich helfe dich. Wollen wir es ändern. Und so lernen wir Schritt für Schritt mehr und mehr Gott ähnlicher zu werden. Was dazu wichtig ist, die Stimme des Gottes zu hören, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, das Wort Gottes zu kennen und ja, darauf zu reagieren, was er uns sagen wird. Und niemals über andere Menschen entscheiden, du bist gut oder du bist nicht gut. Ich weiß, dass jeder, der Jesus noch nicht hat, verloren ist. Deswegen muss er Jesus Christus haben. Und ich weiß, dass jeder, der Jesus Christus hat, mein Bruder, meine Schwester sind. Egal welche Gemeinde, egal welches Missionszweck, egal was da oben drauf steht. Wenn hier Jesus drin steht, das ist das Entscheidende. Hier muss Jesus drin stehen. Und unsere Aufgabe ist es, Menschen zu finden, wo das noch nicht drin steht. Und dann sollen sie in uns Jesus sehen. Nicht, dass wie der Kämmerer aus Äthiopien 4000 Kilometer mit einer Kutsche nach Jerusalem fahren. Sucht er vielleicht Tage oder Wochen, ich weiß nicht wie lange, und findet ihn nicht, weil er die Liebe Gottes nicht gesehen hat, weil er Jesus in Jerusalem nicht gefunden hat. Wie viele Kämmerer von Äthiopien sind uns schon begegnet und werden uns noch begegnen. Wir wollen sein wie Philippus. Amen. Wollen wir danach trachten, zu sein wie Philippus, dass wir wirklich, wenn ein Kämmerer aus Äthiopien kommt und es werden uns viele begegnen, dann sollen sie Jesus in uns finden. Wir wollen sie den Weg ins Evangelium zeigen, den Weg in die Gemeinde und in die Taufe. Amen. Amen. Das war das, was ich auf meinem Herzen gehabt habe. Und ja, ich weiß nicht, ob es jeder verstanden hat. Ich weiß nicht. Vielleicht war es einfach, ja, mich war es wichtig gewesen, einmal das, den Willen Gottes zu kennen und das auch mit den Pfingstlern. Wir wollen versuchen, mit Gottes Hilfe Grenzen abzubauen, Zäune einzureißen. Wir wollen als Kinder Gottes, wenn wir entrückt werden bei der Entrückung, da kommen nicht erst die und dann die und dann die. Das geht. Und dann sind wir eins. Warum ist es hier auf Erden so schwer, eins zu sein? Wo wir doch sowieso eins sind. Wir müssen es nur begreifen und umsetzen. Amen. Herr, ich danke dich, heiliger Vater, Jesus Christus, Herr, dass ich dein Wort weitergeben durfte, Jesus, Herr. Und Herr, ich bitte dich, wenn ich auch in Schwachheit gesprochen habe, Jesus Christus, heiliger Vater, Herr. Herr, dein Geist ist es, der dein Wort lebendig werden macht, Herr Jesus Christus, Herr. Herr, wenn es nur einen Menschen, Herr, dich näher hinbringt, Herr Jesus Christus, Herr. Wenn es einen Menschen verändert, Jesus Christus, Herr, heiliger Vater, dann war schon alles gut gewesen. Ich bitte dich, heiliger Vater, du sagst, dass dein Wort niemals leer zurückkommt. Lass dein Wort lebendig werden in unsere Herzen und in jeden, der es hört. Hab Dank in Jesu Namen. Amen. Amen, preis den Herrn. Ein wahres Wort. Gottes Wort geht nie leer aus. Ja. Es wird immer irgendwo was bleiben. Wenn du es heute auch nicht verstanden hast, ich bin sicher,
es geht nicht verloren. Du wirst dran denken, morgen, nächste Woche, irgendwann wirst du dann die Worte hören, was der Bruder gesprochen hat, von Gottes Wort einfach. Ne? Das Gottes Wort ist einfach das Fundament, ist einfach ganz, ganz arg wichtig für uns, weil das ist unser Brot, unsere Nahrung, ja, um weiterzukommen, einfach Gott mehr und mehr zu erkennen. Und das ist einfach so wunderbar. Lobpreisgruppe, kommt vor. Wir wollen noch ein, zwei Lieder singen. Wir danken Gott für sein Wort. Der du das gehört hast heute, wisst ihr, wir sind Menschen, richtig. Aber wir sind nur Christen, wenn wirklich Jesus in unser Herz lebt, so wie der Bruder gesagt hat. Dann können wir uns Christen nennen. Wann kann ich mich Christ nennen? Wenn ich absolut 100% perfekt bin? Oder kann ich mich Christ nennen, wenn Jesus in mein Herz wohnt? Ich denke, das Zweite war richtig. Wenn Jesus in mein Herz wohnt, dann kann ich sagen, ich bin ein Christ, weil ich Jesus liebe. Ich habe erkannt, dass er der einzige Weg ist für mich. Ich habe erkannt, dass ich ohne ihn verloren bin. Ja? Und ich muss erkennen jeden Tag, dass ich einfach nicht gut genug bin. Aber ich weiß, wer mein Jesus ist. Dass er genug ist. Er ist genug. Ich bin nicht genug, aber er ist es. Und er hat uns gerecht gemacht. Und das können wir hochheben, diesen Schilden können wir sagen, Jesus, du hast bezahlt, du machst uns gerecht vor Gott. Und das ist so wichtig, diese Botschaft heute, wunderbar, diese Botschaft zu hören. Lasst uns noch ein, zwei Lieder, lasst uns noch Gott suchen. Ja, lasst uns nicht jetzt aufstehen und rausgehen, sondern lasst uns weiter Gott suchen. Ja, wenn ihr das Wort erkannt habt, dann macht euer Herz jetzt weiter auf. Ja, und wir wollen Gott jetzt einfach Danke sagen. Ja, wir wollen Gott einfach Danke und ihm die ganze Woche noch weiter in seinen Händen legen. Unser ganzes Leben, was wir sind und haben, wollen wir ihm ausrichten. Ja, ich weiß, manchmal ist es einfacher gesagt wie getan, aber mit Jesus geht viel. Es geht wirklich die Dinge, was du denkst, du kannst es nicht, aber mit Gott geht es. Ja, Gott vermag nämlich alles. Alles vermag er, dass er Menschen verändert, ja, dass er Menschen segnet. Ja, und er sieht das, was du machst. Und er sieht in dein Herz und er weiß um deine Gedanken. Aber er ist der Größte. Er ist es. Und er bleibt es. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Halleluja, Jesus. Dank Radu, Herr. Malob, Ram, Preis, Radi, Rolab, Jesus. Wir wollen dir Danke sagen, Vater, Herr. Du bist wunderbar und groß, Vater, Herr. Danke, Jesus, Herr. Gedanken in dir kreisen, wenn Ruhelosigkeit dir den Frieden nimmt, dann hör, was Jesus zu dir spricht, zu dir spricht. Ich bin größer als der Sturm, der dich bedroht, vertraue mir. Ich bin in deinem Lebensboot, ein Wort von dir, ein Wort von dir, und alles wird gut.
Lasst uns noch zum Schluss miteinander beten. Auch dir, die ihr zuschaut, egal von wo ihr seid, betet weiter für uns. Ja, betet weiter für unsere Gemeinde hier in Ludwigsburg. Betet weiter für alle Diener. Betet weiter, dass wir eins werden, mehr und mehr. Dass wir es erkennen, dass wir nur durch einen erschaffen sind. Und nur durch einer uns führen kann. Und dass es keinen verschiedenen Himmel gibt. Da kommen wir alle gemeinsam hin. Ja, da gibt es keine Abgrenzungen mehr. Da sind wir alle zusammen. Ist es wunderbar? Ja, dann lasst uns doch auf das festhalten. Das, was wichtig und gut ist. Und alles andere lasst einfach liegen. Lasst das Menschliche liegen. Wir wollen das begraben und wollen das Wahre von Gott annehmen. Es ist seine Braut, es ist seine Gemeinde, es ist nicht unseres. Wir dürfen nur durch Gnade Gottes für ihn dienen. Amen. Halleluja. Danke, Herr Jesus, dass du jeden, Herr, der heute zugeschaut hat, Herr, dass du ihn segnest, weiterführst die ganze Woche, Herr. Dass du ihnen zeigst, Herr, wer du bist, mehr und mehr, Herr. Danke, Herr, dass du Erbarmen und Barmherzigkeit erweist an uns, Herr, und dass du gnädig bist, Herr, und dass du einfach voller Liebe bist für uns, Herr. Danke, Jesus, dass wir durch deine Kraft, Herr, weitergehen, Herr, und dass wir durch deine Macht, Herr,
große Schritte tun können, Herr. Für dich weiter zu dienen, Herr. Segne uns, Vater, Herr. Wir wollen dich preisen und loben und danken, Herr, dass deine Hand über uns hält, Herr. Dass du schützt und bewahrst, Herr, von allen Dingen dieser Welt, Herr. Verändere du uns mehr und mehr, Herr, dass wir sehen, wer du bist, Herr. Nicht wer die Welt ist, Herr, sondern wer du bist, Herr. Du bist es nämlich, Herr. Sonst nichts, Herr, wie du, nur Jesus, Herr. Danke, Herr, dass wir erkannt haben, Herr, dass alles vergehen wird auf dieser Erde, Herr. Und dass wir erkannt haben, Herr, dass alles bleiben wird, Herr. Allen Reichtum, allen Ruhm vor Menschen, egal was es ist, es wird bleiben, Herr. Aber ich möchte dir heute sagen, dass Jesus ewiglich ist und dass Jesus für immer ist und bleiben wird. Danke, Herr, dass du, Herr, uns bewahrst vor allen schlechten und bösen Dingen, dass du unsere Gedanken ordnest und neu machst, dass du uns ein neues Herz geschenkt hast, Herr. Ich möchte den Segen über die Menschen aussprechen, in deinem Namen, Jesus Christus. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Wir wollen jetzt noch Abendmahl feiern, aber wir gehen jetzt raus vom Live-Chat. Ja, wir feiern jetzt noch Abendmahl. Und nächste Woche haben wir eine Renovation hier in der Gemeinde vor. Wir wollen neu tapezieren, wollen ein bisschen neu streichen und so weiter. Betet für uns, ja, dass wir gute Handwerker werden. Amen.